Ja, herzlich willkommen zu unserer 12. und auch für dieses Jahr letzten Online-Weinprobe. Freut mich wieder, Evangelos Fattas, dich hier bei uns im Weingut begrüßen zu dürfen. Ja, wir haben ein sehr schönes Paket, sehr hochwertiges, zum Finale zusammengestellt. Wir starten mit unserem 2018er Sauvignon Blanc, Junge Schwaben, unserem Fumé Blanc. Dann geht es weiter mit der Top-Qualität vom Trollinger, mit unserer Steillage vom Jahrgang 2017. Und gekrönt wird alles dann mit dem 2017er Syrah SL aus dem Klingenberg mit der Top-Qualität vom Syrah. Ja, das Paket gibt es für 65 Euro im Weingut und ist ab 1. Oktober online. Ja, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Viel Spaß dabei. Und vielen Dank. Es war eine tolle Probe, tolle Reihe. Schade, dass es zu Ende ist, aber das war der Anfang, würde ich sagen. Und es hat mich sehr gefreut und ich freue mich auf diese tolle Probe, die vor mir liegt. Und Dankeschön nochmal. Und natürlich sind wir immer dankbar für euer Feedback. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Viel Spaß. Ja. Ja, wir haben jetzt unseren Sauvignon Blanc, Junge Schwaben, unseren Fumé Blanc vom Jahrgang 2018 im Glas. Ja, unser Junge Schwaben Sauvignon ist die Top-Qualität von unserem Sauvignon Blanc, wo wir immer aus unseren ältesten Weinbergen machen. Ja, wir stehen jetzt eigentlich in unserer ältesten Anlage, die haben wir schon 1997 gepflanzt. Das ist ein Part vom Junge Schwaben Sauvignon Blanc, also den wir Fumé Blanc nennen. Der andere Teil kommt vom Gerhard Stettner Lichtenberg, das steht ganz oben auf 400 Höhenmeter, wo zwei Jahre später gepflanzt wurde. Ja, das ist unsere Top-Qualität. Da wird der Ertrag reduziert, das heißt, die Trauben werden Ende Juli, Anfang August halbiert, sodass man nur kleine, lockere Trauben hat und ein deutlich niedriges Ertragsniveau. Genau, wenn wir jetzt die Laubwand anschauen, hier haben wir die Trauben nicht ganz frei hängen, so ein bisschen unterschiedlich. So, wir wollen beim Sauvignon Blanc auch gerne einfach immer ein paar Schattenblätter haben, damit einfach die sortentypische Aromatik vom Sauvignon schön erhalten bleibt. Vom Moschgewicht liegen wir jetzt im Moment so ungefähr bei 85 Grad Öchsle. Aber ganz spannend beim Sauvignon Blanc ist, wenn wir jetzt so die Beeren mal die ein bisschen in der Sonne hängen, probieren, da haben wir jetzt schon eigentlich eine schöne gelbe Fruchtaromatik, fast so ein bisschen Richtung Ananas, Melone gehend. Wenn wir uns aber mal eine Beere aus dem Schatten nehmen, die jetzt fast noch grün ist, und das probieren, dann haben wir hier noch sehr viel mehr frische, grünere Aromatik. Und unser Ziel ist, dass wir das nachher im Wein auch ein bisschen kombinieren, wobei wir der Sauvignon Blanc immer die Trauben schon absolut voll ausreifen lassen. Dass wir einfach sehr viel Komplexität in den Wein kriegen. Evangelos, du hast ihn schon eingeschenkt. Ja, die Melone fand ich super, die Stachelbeere ist klasse und auch diese grünen Aromen, grüne Paprika ist dabei, Zitrusfrüchte, Limette, Limonen, also ganz spannende, sehr frische, klassische Sauvignon-Traubenaromen. Also genauso. Ja, vom Ausbau machen wir das eigentlich bei dem Wein folgendermaßen. Also wie gesagt, wir lassen die Trauben schon voll ausreifen, aber man muss natürlich aufpassen, dass sie nicht überreif werden. Ja, man will natürlich auch nicht zu viel Alkohol im Wein haben. Das war vor allem in dem Jahrgang wie jetzt 2018, was ein extrem heißer Jahrgang war, eine gewisse Herausforderung. Da ist natürlich auch wichtig, dass man es nicht übertreibt mit der Reife, weil manchmal ist zu viel natürlich eigentlich eher wieder ein Schritt zurück. Und das ist einfach auch wichtig, dass man da die richtige Balance findet. Ja, wenn man dann der richtige Lesezeitpunkt für sich eigentlich gefunden hat, werden die Trauben geerntet. Wir gucken einfach meistens, dass wir das in der frühen Morgenstunde machen, dass die Trauben auch schön kalt reinkommen. Und dann lassen wir sie noch so circa 60 Stunden, also zweieinhalb Tage auf der Beerenhaut mazerieren, dass wir einfach die Aromen, wo hauptsächlich in der Beerenhaut lokalisiert sind, in den Saft kriegen. Dann wird es gepresst und der frische Saft kommt dann eigentlich in die Holzfässer, also der Wein ist in 300er und 500er Holzfässer, aber mit ganz wenig Toastung vergoren für ein Jahr. Nach der Gärung kommen dann die Fässer zusammen und bleiben nochmal so 5-6 Monate gemeinsam auf der
Feinhefe, dass man ein schöner feiner Schmelz kriegt im Edelstahltank, bevor er dann gefüllt wird. Ja. Ja, wie hat er sich jetzt entwickelt nach einem guten halben Jahr Flaschenreife? Ja, also klasse, dass ich die Sauvignon Blanc als junger Schwabe, die von dir kenne, diese frische, diese feine Mineralik, die Sauce beim Holz ist super angebunden. Also man riecht das schon, also wenn man ihn so in Markus riecht, man riecht schon, dass der Wein im Holz fast gewesen ist, diese leichte Rauchigkeit am Gaumen, in der Nase. Aber am Gaumen, Sie werden merken, da bleibt der vom Holz wenig übrig. Das ist alles an Eleganz, alles auf Finesse. Aber die Reihe nach, wir riechen es mal gemeinsam. Ja, also diese leichte Würzigkeit, diese leichte Pfefferigkeit fast, also diese Mineralik springt schon in der Nase. Also das ist schon spannend. Diese leichte Toastung, diese leichte Barriknote ist angenehm, ist nicht, überdeckt nicht die feine Frucht. Also leichte Stachelbeernote, Ananas, Melone, also ziemlich alles da, typisch Sauvignon-like. Also eine sehr spannende, eine Rebsorte, die ich sehr, sehr mag, muss ich sagen. Also ich liebe Sauvignon Blanc, weil es sich wunderbar auch in der modernen Küche sich einbringen lässt. Wir probieren gemeinsam, zum Wohle. Das ist so, dass meistens die Weine, die im Holzfass ausgebaut sind, gerade Sauvignon Blanc, die sehr fragile sind, die feine Frucht und dann den Barriknote, oft macht man den Fehler, dass zu viel Holz dabei ist, dass ihr Holz übertönt, die feinen Aromen. Hier ist gar nicht der Fall. Alles sehr saftig, alles sehr elegant, sehr fein im Geschmack. Also hier die Zitrus, die Melone, die Mettenschale, Ananas dazu, reife Stachelbeernote, ein bisschen Holunder. Aber hier mehr auf die Zitrus, auf die Mineralik, auf die Frische. Also ein wunderbarer Sauvignon Blanc, junge Schwamme, also ein toll. Ein Wein, der sicherlich auch reifen kann. Also bin ich überzeugt, der gute 5 bis 10 Jahre sogar gut reifen kann. Er will sich natürlich verändern. Er will sich auch mehr Richtung ein bisschen exotisch verändern. Aber eine wunderbare Zukunft hat dieser Wein. Schlage ich vor, dass ich sofort zuschlagen, so gut es geht. Aber eine wunderbare Wein. Dazu, was soll man essen? Zum Beispiel ein Loup de Mer auf der Haut, schön gegrillt, dass die Haut auch knusprig ist. Dazu schöne Paprikagemüse oder ein vegetarischer Gang, vielleicht eine Crottin Chavignol, ein Käse von der Loire. Da wächst auch Sauvignon Blanc, macht das auch Sinn. Also entweder kurz grillen oder panieren oder also frisch essen. Dazu ein schöner Ratatouille. Gemüse, eine kalte Ratatouille, liebe Ratatouille, wenn es 2-3 Tage sogar durchgezogen hat. Oder die Melone-Geschichte. Ich habe es mal ausprobiert, viele Jahre her war das. Und aus Versehen hatte mich ein Glas Sauvignon Blanc zu meiner rohen Schinken mit Melone angeschenkt. Also ein Charente-Melone, was fruchtig ist. Und ich fand, wow, was für eine schöne Verbindung. Also unbedingt empfehlen, Rohschinken mit Melone. Passt dazu, es muss nicht immer italienisch sein, es kann auch mal schwäbisch. Zum Wohle und viel Spaß damit. Ja. Lasst euch schmecken, euch viel Spaß damit und es lohnt sich auf jeden Fall, auch solche Flaschen mal ein paar Jahre zurückzulegen. Wir werden nachher beim Mittagessen einen 2016er probieren. Wow, schön. Aber er hält natürlich auch noch viel länger durch wie nur 2 Jahre. Macht es mal, Weißwein muss man nicht immer ganz jung trinken. Legt einfach auch mal ein paar Flaschen zurück und lasst euch überraschen, was in ein paar Jahre damit, was euch erwartet. Ja? Ja. Euch viel Spaß. Viel Spaß. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Danke. Ja, wir haben jetzt unsere Trollinger Steillage vom Jahrgang 2017 im Glas. Trollinger Steillage, ja, da stehen wir jetzt hier im Großheppach, in der Großheppacher Wanne. Wir stehen direkt hier über unserer Aussichtsplattform von der Löderbacher Höhe in einer, ja, also 35% steile Trollinger Weinberg, auch schon sehr alter. Man sieht es hier an der Rebstöcke, ja, die sind schon ein bisschen höher und auch relativ dick, wo man einfach, sage ich mal, auch für einen Trollinger, was eigentlich immer ein leichterer Rotwein ist, aber eine schöne Komplexität einfach reinkriege. Ja, hier tun wir auch die Traube halbieren, sodass wir einfach kleinere, lockere Trauben haben. Man sieht jetzt auch, der Trollinger ist eine spätreifende Rebsorte. Ja, der ist jetzt noch nicht komplett durchgefärbt, aber Mitte Oktober wahrscheinlich wird hier die Reife, die optimale Reife erreicht sein, dass wir die ernten. Aktuell sieht es wirklich sehr, sehr schön aus, der diesjährige Jahrgang. Und wir freuen hier, dass wir zumindest im Weinjahrgang, sage ich mal,
in Weinjahrgang kriegt, an den man gerne zurückdenkt. Auch wenn jetzt ganze 20 Jahre so war, wie man es sich vorgestellt hat. Aber so wie es aktuell aussieht, wird der Weinjahrgang ein sehr guter werden. Aber jetzt haben wir aktuell 17 im Glas, Evangelos. Ja, erstmal zu Trollinger. Ich finde es super, 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 dass du den Trollinger so schätzt. Auch in sehr alte und schöne, steile Lagen Trollinger auflegst. Weil ich finde, Trollinger gehört zu Württemberg. Cabernet Sauvignon, Merlot etc. auch ganz wichtig. Aber es ist schön, wir sind in Württemberg, da gehört der Trollinger her. Und es ist schön, dass du dazu stehst, weil auch ich als Belgier und halb Grieche auch kräftige Rotweine gewohnt bin. Aber hier, ich finde es toll, wenn man so einen tollen Trollinger machen kann aus dieser wunderbaren Lage. Also ich schenke gerne mal ein Glas ein. Schauen Sie, wie toll auch die schöne Kirschrot, schön strahlend. Nicht zu hell, er hat eine schöne Farbkomplexität, also einen tollen Trollinger, der 17er. Ja, freut mich. Ja, Trollinger, wie gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Anbaugebiete, wo der nennenswert eigentlich angebaut wird. Das ist einmal in Südtirol, wo er hauptsächlich als Wernatsch bekannt ist, und halt hier in Württemberg. Und bei uns, wo ich ins Weingut eingestiegen bin, 99, haben wir 32% Trollinger-Rebfläche gehabt. Da der Trollinger, wenn man den Ertrag nicht reduziert, aber sehr gutes Ertragspotenzial hat, war eigentlich damals, sage ich mal, vor 20 Jahren ungefähr, unsere Weinproduktion, sagen wir, nicht ganz, aber fast die Hälfte Trollinger. Heute aktuell haben wir nur 8% Trollinger noch von der Anbaufläche, also er ist schon von der Anbaufläche längst überholt worden, von Spätburgunder, Lemberger, bei den Rotweinen. Aber trotzdem versuchen wir das, was wir machen, richtig gut zu machen, weil Trollinger ist wie keine andere Rebsorte. Steht wie Linse und Spätzle und Mercedes für unsere Region. Und das wollen wir einfach auch weiterhin eigentlich ein guter Trollinger machen. Und das ist einfach uns. Trollinger liegt einfach im Blut, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja ich probiere den, ich rieche den erstmal sehr gerne. Also unglaublich fruchtig, als sie die Flasche aufgemacht hat, also einen Trollinger, wow, der richtig explosiv ist in der Nase, mit klassischer Note, zwar von Trollinger, ein bisschen die Mandelnote, das Pfeffrige, das Kirschige ist dabei, aber auch unglaublich viele dunkle Brombeeren, Cassisnote, einfach sehr, sehr beerig, sehr fruchtig betont, also eine leichte pfeffigere Ausdruck zum Schluss, also einen wunderbaren, sehr aromatischen Trollinger. Ja. Ja. Bin gespannt mit dem Ausbaum, was hast du da dich? Ja, ausgebaut, also wenn die Trauben, sagen wir mal, schön ausgereift sind, werden die eigentlich zuerst kalt mazeriert und dann lassen wir die auch so ca. 10 bis 12 Tage im Holzgerständer auch, dass wir sie einfach auch schön extrahieren. Vergären. Teilweise auch noch ein gewisser Anteil auch an ganze Trauben dabei, wo einfach eine schöne Struktur im Trollinger mitgibt. Und anschließend ist er im Holzfass gereift für ein Jahr, aber keine neue Fässer, eher so dritte, vierte, fünfte Belegung und ist dann auch unfiltriert auf die Flasche gekommen. Ja. Und Trollinger kann man jung trinken, aber sage ich mal in ein paar Jahre. Trollinger ist sicherlich kein Wein zum ewig lagern. Nee. Aber in jungen Jahren genossen sammeln ist das eine ganz tolle Sache und wo einfach auch viel Spaß mitbringt und ähnlich wie beim Spätburgunder unter die Flasche sehr schnell leer sein kann. Ja, aber auf jeden Fall, was ich auch noch erwähnen möchte, wenn ihr mal in Großhebbach seid oder bei uns im Weingut Weine probiert, wir sind hier direkt über der Lödebacher Höhe, bringt mal ein bisschen Zeit mit, lauft mal hoch in die Weinberge und schaut euch hier die Landschaft an, kann man wirklich genießen, dass ihr auch seht, wo die Weine hier wachsen. Ich wünsche euch viel Spaß damit, Evangelos. Ja, also ich habe eben kurz probiert, also auch hier am Gaumen diese Beerigkeit, diese Fruchtigkeit bleibt erhalten. Schön die kirschige, pfefferige, mandelige Nussigkeit auch am Gaumen, Brombeeren, Lauchcassis, aber eine schöne Säure. Der Wein ist nicht so mächtig, er hat keine große Länge, aber er soll auch nicht so haben. Das ist ein Trollinger, ein Wein fürs jeden Tag, den man gern auf dem Tisch hat, jeden Tag zum Trinken. Ein Wein, der Spaß machen soll. Er soll auch nicht zu warm getrunken werden, finde ich. Also
Ich würde sagen 16 Grad, 15, 16 Grad, 17 Grad maximal. Einfach schön, dass er eine Aromatik bleibt. Klar, er wird nicht so reifen wie anderen, wie deine Selbstspätburgunder, aber einen 2, 3, 4 Jahren können sie auf jeden Fall gut lagern. Aber manche Weine sollen auch jung getrunken werden und er gehört dazu. Essen dazu, ich würde sagen, ein bisschen rustikal bleiben. Eine so Blutwurstsalat dazu, sehr, sehr, sehr spannend. Oder eine Zwiebelkonfit mit ein bisschen dazu, ein bisschen Frischkäse dazu. Oder Spargel, ja? Spargel, weiße Spargel mit Trollinger Soße. Oder für, noch für Vegetarier eine rote Beete, eine schöne rote Beete, rote Beetensaft reduziert mit ein bisschen Speck dazu. Kann auch richtig Spaß machen. Also. Eine tolle Empfehlung, einen tollen Trollinger, der richtig Spaß macht. Aus einer wahnsinn steilen Lage, kann ich Ihnen garantieren. Ich kann kaum stehen. Zum Wohle. Ja, viel Spaß euch. Zum Wohle. Ja, wir haben jetzt unseren 2017er Syrah SL aus der Großhebacher Wanne vom Klingenberg. Der Klingenberg ist so eigentlich der Gewannname, eigentlich die kleinere geografische Einheit, weil wir hier einfach festgestellt haben in den letzten Jahren, das ist hier wirklich eigentlich so mit die wärmste Stelle hier in der Großhebacher Lage. Und nur hier haben wir eigentlich auch die Möglichkeit, dass wir so Rebsorte wie Syrah, der eine sehr späte Reife hat, sagen wir hier bei uns in der Region, sage ich mal, auch gut reif kriegt. Und sagen wir sehen natürlich der Syrah. Evangelos sagt nachher vielleicht auch ein bisschen noch, wo der Syrah sonst so heimisch ist. Sehen wir hier natürlich schon an der klimatischen Grenze. Dass wir den hier aber gut reif kriegen, brauchen wir als erstes mal die beste Lagen und natürlich ganz niedrige Erträge, um hier die Reife maximal einfach auch, dass sie einfach gut reif werden, dass wir schöne Aromastruktur hinkriegen. Und das haben wir aber die letzten Jahre gesehen, dass wir das eigentlich inzwischen in den meisten Jahren hinkriegen. Die Reben hier haben wir die erste 2002 gepflanzt, also haben jetzt auch schon ein gewisses Alter, aber will hier noch nicht von all den Reben sprechen, aber das wird jetzt ganz langsam interessant, dass wir hier auch ein bisschen was Vernünftiges draus machen können, wo einfach auch ein schönes Potenzial hat, aber mit der Rebsorte sind wir natürlich noch ganz am Anfang und denke aber schon, dass wir das, was wir da jetzt im Glas haben, schon bisschen was rüberbringt. Ja, Evangelos, wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sowieso ein großer Fan von deiner Syrah SL. Wunderbar. Also, ich mache das wirklich ganz, ganz toll. Ja, wo sonst der Syrah wächst, klassisch natürlich, ist die Rhone, ja, oder die nördliche Rhone, wo Groß-Hermitage, Hermitage, die Côte Rôtie, also die ganz typische Anbaugebiet, natürlich auch Südfrankreich, den Roussillon, den Languedoc, alles auch nicht nur Syrah, aber Syrah ist dort einheimisch. Und dann natürlich Australien, ganz klar, der Shiraz oder Südafrika. Also Syrah ist nicht nur in Europa, sondern auch in der neuen Welt auch heimisch geworden. Also eine tolle Rebsorte, die richtig viel Spaß macht. Ja. Ja, wie gesagt, der Syrah braucht sehr viel Sonnenstunden, um reif zu werden. Früher wo im Studium, da lernt man das ja, wie viel Sonnenstunden die Rebsorte braucht, um reif zu werden. Da, wenn man das liest, denkt man, naja, das kann eigentlich nicht funktionieren bei uns, aber das geht immer vom natürlichen Ertrag aus. Und der natürliche Ertrag ist beim Syrah doch relativ hoch. Ja. Also Syrah hat in der Regel eigentlich 3 große Trauben an jedem Trieb dran. Und wenn man das alles lässt, sage ich mal, dann ist es wirklich aussichtslos hier. Aber wir lassen hier je nachdem 1 bis 2 halbe Trauben dann noch hängen. Das heißt, da wird ungefähr 60% vom natürlichen Ertrag schneiden wir eigentlich vom Hand hier raus. Was auch ein sehr großer Aufwand ist. Das geschieht so eigentlich ja, Mitte, Ende Juli. Und dann wird natürlich die kleinere Anzahl an Trauben wird natürlich auch besser versorgt von der Rebe, wird früher reif. Und so ist dann wirklich machbar. Wo wir die Rebsorte neu gepflanzt haben, sage ich mal, haben wir eigentlich nur fast im Durchschnitt jedes zweite Jahr ein SL gemacht. In den letzten Jahren, muss man sagen, funktioniert es wirklich fast jährlich. Man muss bei der Rebsorte wirklich auch sagen, dass die klimatische Veränderung solche Rebsorte natürlich ein bisschen in Karte spielt. Eröffnet uns natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, solche Rebsorte auch hier reif zu kriegen. Und da denke ich mal, ist ganz spannend, auch hier unser Klima mit unseren kalten Nächten hier bei uns im Remstal, dass man hier im Vergleich zu anderen Gegenden, wo es vielleicht manchmal dann auch
wenn man manche Weine probiert, auch fast vielleicht schon wieder ein bisschen zu warm wird, auch für der Syrah, haben wir hier einfach, kann man einfach schön die Frische auch von der Frucht erhalten, sodass wir eine schöne Balance haben zu ausgereifter Frucht eigentlich von der Aromatik trotzdem auch noch eine schöne Frische auf dem Gaumen. Wie siehst du das? Ja genau, also das ist eher, wenn ich das vergleichen würde, weil wir eben gesprochen haben von Anbaugebieten, also das ist für mich eher die europäische Variante, die nördliche Rhone, wo die Nächte wesentlich kühler wie in Südafrika oder auch in Australien, wo da ein bisschen alles ein bisschen marmeladischer wird, ein bisschen kräftiger, voller hier, aber etwas mehr Eleganz, mehr Finesse, mehr Würzigkeit, mehr Spannung, mehr Komplexität am Gaumen. Also das ist auch sehr, sehr schön. Also in der Nase ganz klassisch der Syrah. Also diese Gewürze, wir haben Kreuzkümmel, wir haben Pfeffer, wir haben auch ein bisschen Thymian, Rosmarin, also sehr schön. Aber ganz klassisch für Syrah ist natürlich die schwarze Olive, die schokoladige Komponente, die Kakaonote, das pfeffrige, flaumige. Wir haben ein bisschen rauchig, da sagst du auch ein bisschen was dazu vom Ausbau her. Ein bisschen sogar Weihrauch, ein bisschen. Also eine unglaublich spannende Nase, einen tollen Syrah schon in der Nase. Ja, ja, vom Ausbau, also wir versuchen eigentlich schon beim Syrah immer der maximale Reifegrad zu erreichen. Genau, wir sind jetzt hier aktuell im Weinberg, sind wir jetzt gerade bei der Aufnahme jetzt in der zweiten Septemberwoche. Aber gelesen werden die Trauben hier, sagen wir Ende Oktober, in manche Jahrgänge sogar Anfang November versuchen wir eigentlich schon das Maximale rauszuholen. Und die reife Trauben werden dann abgebeert, lassen wir auch zuerst kalt stehen, die Beeren zur Kaltmazeration. Und die lassen wir dann aber wirklich 4 bis 5 Wochen auf der Beerenhaut, die Maischegärung und dann auch noch eine 2 Wochen nach Mazeration auf der Maische, dass wir einfach eine schöne Struktur, schöne Länge im Gaumen kriegen. Ja, der Jungwein kommt dann ins Barrikfass, bleibt dann eigentlich, der 17er war jetzt zwei Jahre, also 24 Monate, im Barrikfass ausgebaut auf Fässer mit nicht allzu viel Trostung, aber es sind eigentlich komplett neue Fässer hier, die aber jetzt schon sehr schön eingebunden sind, ja. Ja, also wir probieren den gemeinsam vielleicht. Also man merkt, dass der Wein noch sehr jung ist. Also 2017, sehr, sehr jung Syrah. Der wird auch noch 2-3 Jahre brauchen, um sich zu entwickeln. Aber man merkt in diesem Syrah dieses wunderbare Potenzial, diese Komplexität am Gaumen, diese schöne schokoladige, kakaoartige, gewürzartige, pfeffrige, pflaumige, trüffelartige, rauchige Note bleibt am Gaumen erhalten, eine sehr schöne, feine Tanninenstruktur, sehr elegant, aber auch immer noch diese Frische, diese Säure, die auch den Wein sehr bekömmlich macht, sehr attraktiv macht, sehr saftig macht, man hat auch Lust ein zweites Glas zu trinken, aber das ist ein Wein, wo man ein bisschen investieren muss, also das heißt, nicht nur auch von der Komplexität der Wein investieren muss, um den besser zu verstehen, aber auch zeitlich investieren muss. Hier keine Panik, hier lassen Sie ein bisschen liegen. 2-3 Jahre, Sie werden dafür belohnt. Also eine wunderbar, sehr klassische Syrah, die mir gut gefällt, mit einer sehr feinen und eleganten Struktur. Ja, wir trinken jetzt zum Mittagessen, nachher trinken wir einen 11er Jahrgang. Nein, super, ich freue mich jetzt schon. Apropos Essen, ich könnte auch was Tolles dazu empfehlen. Schöne Entrecote mit einer Auberginen-Kaviar und Kreuzkümmelgewürz oder eine geschmorte Lammkeule mit Rosmarin, Thymian und viele kleine wunderbare Olive dazu oder eine Rinderfilet in Speckmantel gewickelt mit einer Pflaumensoße oder einfach so, um einfach den Wein zu genießen. Olivenbrot dazu mit etwas Olivenöl und ein schönes Glas Syrah. Eine wunderbare Empfehlung. Ich wünsche Ihnen bei unserer letzten Wein von der Probe viel Spaß. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Es war großartig. Ich hoffe, dass Sie viel Spaß hatten. Geben Sie Ihre Feedback, wie alles so war, ob Sie viel Freude dran haben. Ich hatte viel Freude. Ja. Das gleiche kann ich auch noch bestätigen. War ein tolles Jahr, gemeinsam die Online-Weinprobe mit dem Evangelist zu machen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass ihr auch Spaß hattet und natürlich auch Spaß an der Weine. Genießt die Weine. Wie gesagt, jederzeit natürlich jetzt auch im Weingut. Alles zur Verkostung da. Genießt das Jahr voll. Macht das Beste draus.
auf jeden Fall, die Weine sind gut, werden auch dieses Jahr wieder gut, so wie es aussieht. Wir wünschen euch viel Spaß damit, ja. Lasst es euch gut gehen. Alles Gute und bleiben Sie gesund.